Von der Firma Mostix habe ich eine CNC-Maschine Typ 3018 Pro erhalten. Auf das Angebot zu einem Test dieser CNC habe ich mich eingelassen, da ich schon lange in die Welt der Platinenfertigung mittels Isolationsfräsen eintauchen wollte. Der Arbeitsbereich von 30x18x4 cm erlaubt es, handelsübliche Platinenformate zu bearbeiten, ohne dass die Maschine dabei allzu groß ausfällt. Als Extras gibt es für die 3018 Pro eine Einheit zum Offline-Betrieb sowie ein Lasermodul, beides habe ich ebenfalls erhalten. Die Mechanik besteht aus einem Mix aus Aluprofilen und Kunststoffteilen und passt mit einer Größe von 44x37x31 cm auf jede Werkbank oder jeden Schreibtisch. Geliefert wird die 3018 Pro gut verpackt mit allen zur Montage nötigen Werkzeugen sowie einer gedruckten, gut verständlichen Bauanleitung mit vielen detaillierten Zeichnungen in englischer Sprache. Der Aufbau sollte somit niemanden vor unlösbare Probleme stellen. Ich habe einen Vormittag für die Montage benötigt, dabei aber auch wie üblich viele Fotos angefertigt. Auch die Verkabelung ist sehr schnell erledigt, lediglich die drei Schrittmotoren und die Frässpindel müssen mit der Platine auf der Rückseite der Maschine über verpolungssichere Stecker verbunden werden. Wer sich einen Überblick über die nötigen Schritte verschaffen möchte, findet die Baustufenfotos auf meinen Seiten als Downloadpaket. Als zentrale Recheneinheit fungiert ein ATmega 328P, wie er auch im Arduino Uno verbaut ist, und auf diesem Chip läuft Gabel in Version 1.1 als Firmware. Der auf der Platine angebrachte Ein-Ausschalter ist im Notfall außer Reichweite. Es empfiehlt sich daher, eine schaltbare Steckdosenleiste zu verwenden. Die Y-Achse bewegt den Tisch um 18 cm vor und zurück und ist dabei über zwei 10mm Rundstäbe gelagert. Die 8mm durchmessenden Spindeln aller drei Achsen sind über Alu-Adapter fest mit den Schrittmotoren verbunden, die Längskräfte werden also von den Kugellagern dieser Motoren abgefangen. Da die CNC nicht für Metallbearbeitung konzipiert ist, finde ich diese Lösung in Sachen Spielfreiheit gut. Die Führungsmuttern sind simple Messingbuchsen mit Gewinde und besitzen daher naturgemäß leichtes Spiel. Um dieses zu kompensieren, wird eine Kombination aus einer Spiralfeder und einer zweiten Mutter verwendet. Das geht nur so lange gut, wie die Längskraft während des Fräsens kleiner ist als die von der Feder ausgeübte Kraft, also nur bei eher geringen Kräften. X- und Z-Achse arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Die X-Achse bewegt sich um bis zu 30 cm nach links oder rechts. Die Lagerung erfolgt ebenfalls über 10mm Rundstäbe. Für die Z-Achse finden 8mm Rundstäbe Verwendung, da diese sich lediglich um etwas mehr als 4 cm nach oben oder unten bewegt. Sehr gut gefällt mir, dass alle drei Achsen über Handräder manuell bedient werden können. Der beiliegende Einsatz für die Werkzeugaufnahme ist für 3,175 mm Schaftdurchmesser und muss zunächst in die entsprechende Mutter eingerastet werden, bevor man das Werkzeug einspannen kann. Der CNC liegen V-Bits bei, womit Gravierarbeiten durchgeführt werden können. Als Spindelantrieb wird ein Gleichstrommotor verwendet, an dessen Welle eine Aufnahme für ER11 Spannzangen befestigt ist. Die recht lange Konstruktion kann den Hebelgesetzen folgend keinen guten Rundlauf bieten, mit bloßem Auge ist ein leichtes Eiern zu erkennen. Daten können entweder über die USB-Schnittstelle oder per SD-Karte mit dem als extra erhältlichen Fernsteuermodul zur CNC übertragen werden. Die Verwindungssteifigkeit der Mechanik geht in Ordnung, ist allerdings nicht perfekt. Der recht lange Hebel von den Rundstäben der X-Achse bis hin zur Spitze des Werkzeugs bewirkt, dass sich das Ganze sichtbar verwindet, wenn man höhere Kräfte ausübt. Für die Preisklasse ist die Mechanik in Ordnung und die 3018 Pro wird vom Hersteller ja auch nicht für Metallbearbeitung beworben.
Um nicht gleich teure Platinen zu verhunzen, starte ich einen ersten Test mit einer Kunststoffplatte. Zur Befestigung der Werkstücke auf der Nutenplatte liegen Schrauben mit Flügelmuttern und Metallplatten bei. Dabei sollte man immer eine Opferplatte aus Holz unter dem Werkstück anbringen, um zu verhindern, dass der verwendete Fräser bis zum Aluminium des Tisches vordringt und abbricht. Über die Fernsteuerung fahre ich den Fräser zum Nullpunkt. An welcher Ecke dieser liegt, hängt von den Einstellungen in der verwendeten CAD-Software ab. Bei dieser Datei ist es links unten. Nun fahre ich die Z-Achse mit dem Handrad vorsichtig so weit nach unten, dass der Fräser fast auf dem Werkstück aufsetzt. Ein Stück Papier hilft dabei, diesen Punkt zu finden. Die abzuarbeitende Datei befindet sich im G-Code-Format auf einer SD-Karte, welche von dem Extra-Modul zur Fernsteuerung der CNC ohne PC-Unterstützung verarbeitet werden kann. Beim Abtragen von Material mit einem Fräser wird Reibungshitze generiert. Um das Schmelzen des Plastiks zu verhindern, habe ich eine Umrandung aus Knetmasse geformt und das so entstandene Becken mit Wasser gefüllt. Die Umrisse meines Maskottchens werden von der 3018 Pro mit einer Gesamttiefe von 0,6 mm graviert. Nach etwa 20 Minuten ist die Gravur angefertigt. Ich bin mit dem ersten Schnelltest rundum zufrieden. Kommen wir nun zu dem von mir angedachten Einsatzzweck, dem Isolationsfräsen von Leiterplatten. Hierbei sollte die gefräste Nut möglichst schmal ausfallen. Die Tiefe, mit der die Spitze beim Fräsvorgang in die kupferbeschichtete Platte eintaucht, sollte konstant sein. Um das zu erreichen, wird die Höhe der Platte an verschiedenen Punkten vermessen, wobei der Fräser selbst als Sensor verwendet wird. An die Kupferplatte wird Masse gelegt und der Fräser wird über den Motor und einen Reihenwiderstand mit einem GPIO an einem Raspberry Pi verbunden, hier zu sehen mit meinem Pi-Top. Sobald die Fräserspitze die Kupferplatte berührt, wird der GPIO-Pin auf Masse gezogen und der entsprechende Wert der Z-Achse gespeichert. Der Raspberry Pi fährt alle Punkte in einem vorgegebenen Raster automatisch an, zu diesem Zweck habe ich ein Python-Skript geschrieben. Als Härtetest habe ich die Leiterplatte auf der linken Seite mit einer weiteren Holzplatte unterlegt und nur drei Ecken auf dem Tisch festgespannt. Sowohl an den Kratzern auf der Leiterplatte als auch an der abgebrochenen Spitze des Fräsers ist zu erkennen, dass fehlerfreie Software nicht existiert, was in besonderem Maße für frühe Versionen gilt. Beim Vermessen der Oberfläche fährt die Z-Achse in einem ersten Durchgang etwas schneller nach unten, stoppt beim Kontakt mit der Kupferplatte und fährt umgehend wieder einen halben Millimeter nach oben. In dem zweiten Durchgang wird die Z-Achse wesentlich langsamer abgesenkt. Zu sehen ist, dass sich die lose Ecke der Leiterplatte im ersten Durchgang sichtbar nach unten biegt. Ein Effekt, der im zweiten Durchgang deutlich geringer ausfällt. Im Idealfall sollte die Leiterplatte durchgehend fest mit dem Frästisch verbunden sein, Sinn und Zweck dieses Tests ist es aber, ohne irgendwelche Spezialhalterungen auskommen zu wollen. Ist die Oberfläche auf diese Art vermessen, so kann das Skript als Testlauf eine Ellipse mit den Maximalwerten der zu fräsenden Leiterplatte abfahren. Die Fräserspitze wird dabei auf einer Höhe von 0,2 mm über der Oberfläche gehalten. Zu sehen ist, dass das auch bei der extrem schlecht angebrachten Leiterplatte schon gut funktioniert. In der Totalen ist zu sehen, wie sich das Handrad der Z-Achse dreht, während die Software die schiefe Ebene ausgleicht. Ist die Leiterplatte vermessen, so startet das Skript den Fräsvorgang. Erste Versuche, eine brauchbare Platine zu fräsen, sind fehlgeschlagen, aber aufgeben ist was für Feiglinge. Das Skript habe ich nun so geschrieben, dass der Fräser nicht gleich auf die Endtiefe geht. Stattdessen wird in dem ersten Durchgang die Kupferbeschichtung nur angekratzt. Zu sehen ist, dass der Fräser verschieden stark in das Material eintaucht. Die Platinen, die ich für meine ersten Gehversuche gekauft habe, sind die billigsten, die ich bekommen konnte.
Die Oberfläche besitzt sichtbare Wellen, was dazu führt, dass der Fräser die Wellenberge in dem ersten Durchgang stärker abträgt als die Wellentäler. Die zuvor durchgeführte Vermessung der Oberfläche mit einem Raster aus 20 mm Abständen hat diese Wellen natürlich nicht erfasst. Zu bedenken ist außerdem, dass die Kupferbeschichtung lediglich 35 Mikrometer, also 0,035 mm dick ist. Von einer preisgünstigen CNC kann man nicht ernsthaft erwarten, dass deren Mechanik frei von Spiel in dieser Größenordnung ist. Insgesamt fährt die 3018 Pro die vorgegebenen Koordinaten aber mit einer ausreichend hohen Präzision an, die Nuten werden schön gerade gefräst. Die Umwandlung der mit KiCad erstellten Gerber-Dateien hin zu G-Code hat die Software PCB to G-Code zuvor erledigt. Mein Skript liest die so generierten Dateien aus und fügt ein paar Extrafunktionen hinzu. Nach dem ersten Durchgang sind die gewünschten Leiterbahnen noch nicht vom Rest der Kupferbeschichtung isoliert. Das Skript fragt nach jedem Durchgang, ob die Datei ein weiteres Mal mit einem etwas tiefer eintauchenden Fräser abgearbeitet werden soll. Diese Frage sollte so lange mit Ja beantwortet werden, bis schließlich alle Nuten so tief gefräst sind, dass an allen Stellen die Kupferbeschichtung abgetragen ist. Im nun folgenden Durchgang werden die Löcher gebohrt. Ich verwende einen handelsüblichen 1 mm Bohrer aus meinem Vorrat. Ebenfalls aus meinem Vorrat stammt die zweite Mutter und der entsprechende ER11-Einsatz für den 1 mm Schaft. Das Skript setzt als erstes Bohrungen an allen vier Ecken der Platine. Ups, kleiner Softwarefehler, die erste Bohrung wird mit einer zu hohen Geschwindigkeit gesetzt. Hatte ich schon erwähnt, dass das Skript während der Videoaufnahmen getestet wird? Die Nahaufnahme zeigt, dass der Bohrer ein wenig auf der Oberfläche tanzt, bevor dieser in die Leiterplatte eintaucht. Der Rundlauf der Spindel ist, wie bereits gesagt, nicht perfekt und der lange dünne Bohrer biegt sich leicht, was zu der beobachteten Ungenauigkeit führt. Insgesamt gelingen die 124 Bohrungen aber mit ausreichender Präzision. Somit ist die Unterseite der Platine fertig. Die gefrästen Nuten besitzen schön glatte Kanten, der Fräser schneidet sich durch das Material, ohne die Kupferbeschichtung abzureißen. Aus den genannten Gründen sind die Bohrungen nicht so schön mittig, wie diese sein sollten, ein entsprechender Fräser sollte bessere Resultate liefern. An zwei Stellen ist bei der Bohrung das umliegende Kupfer abgerissen, das liegt aber daran, dass es sich hierbei um Pins ohne Verbindung handelt, für die Funktion der Platine ist dieser Fehler also ohne Bedeutung. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, die Platine wird so ohne irgendwelche Nacharbeiten funktionieren. Nächster Schritt ist das Beschriften der Oberseite, wozu das 5,5 Watt Lasermodul zum Einsatz kommt. Dieses wird mit einer separaten Steuereinheit an der Elektronik der CNC angeschlossen, wozu lediglich ein weiteres Kabel benötigt wird. Befestigt wird der Laser anstelle der Spindel. Die 3018 Pro besitzt keine Schutzvorrichtung, die verhindert, dass man in das Laserlicht blicken kann, das Tragen einer Schutzbrille ist also Pflicht. Das Skript fährt den Laserkopf nun zur linken unteren Ecke der Platine und schaltet den Laser mit 1% seiner maximalen Leistung ein. Der Laserstrahl muss nun auf die Oberfläche fokussiert und der Laserpunkt über die Handräder zur linken unteren Bohrung gefahren werden. Wird diese Position mit Enter bestätigt, so fährt der Laser nun zur rechten oberen Ecke. Hier muss die Platine nun, wenn nötig, so verschoben werden, dass auch hier die Kontrollbohrung getroffen wird. Somit ist die Maschine bereit zum Lasern der Beschriftungen und beginnt nach dem Drücken von Enter mit diesem Prozess.
Neben dem Laserlicht sind die entstehenden Dämpfe schädlich für die Gesundheit. Der Vorgang sollte nahe einem geöffneten Fenster oder im Freien erfolgen. Ich bin in meine Garage umgezogen und habe das Tor offen gelassen. Auch das Lasern der Oberfläche hat nicht im ersten Versuch funktioniert. Das Problem besteht darin, dass das Trägermaterial erst schmilzt und verdampft, dann aber auch gleich verbrennt und schwarz wird. Ab diesem Punkt absorbiert das Material viel mehr von dem Laserlicht, womit schlagartig viel mehr Kunststoff verbrannt wird, was das Ergebnis unschön hat aussehen lassen. Verschiedene Versuche mit unterschiedlicher Laserleistung haben gezeigt, dass der Punkt vom Verdampfen zum Verkohlen nur schwer zu treffen ist. Als Lösung des Problems arbeite ich nicht mit einem konstanten Laserstrahl, sondern löse immer nur einen kurzen Puls aus, fahre den Kopf anschließend um ein Zehntel Millimeter weiter und setze dann den nächsten Punkt. Zusätzlich habe ich die Oberfläche der Platine mit Schmirgelpapier angeraut, damit das Laserlicht besser absorbiert wird. Die Schmauchspuren rund um die gelaserten Linien lassen das Ergebnis noch nicht ganz so gut aussehen. Aber nachdem diese mit Schmirgelpapier beseitigt wurden, ist die Beschriftung klar zu lesen. Die Platine ist fertig und ich bin mit diesem ersten Ergebnis vollkommen zufrieden. Also mein gutes altes Löteisen einschalten und dran ans Bestücken. Da ich eine einseitig kupferbeschichtete Platine verwende, sind auf der Oberseite einige Verbindungen der unteren Kupferbahnen über Drähte ausgeführt. Das Verlöten hat problemlos geklappt und fertig sieht das Ganze dann so aus. Es handelt sich um eine Haarbrücke, die über einen Atiny 85 Mikrocontroller angesteuert wird. Der Mikrocontroller kann Befehle über eine Schnittstelle in Form von Pulsweitensignalen empfangen oder wie hier zu sehen die Spannung an einem Potentiometer einlesen. Das Ganze funktioniert natürlich auch autonom, die auf dem Chip laufende Software macht's möglich. Mein Versuch mit der CNC 3018 Pro von Mostix ganz out of the box eine Platine anzufertigen darf also als gelungen bezeichnet werden. Die Maschine kann die nötigen Schritte völlig ohne Modifikationen mit einer ausreichend hohen Präzision ausführen. Ich bin begeistert. Wer Spaß am Experimentieren hat, wird die Ergebnisse noch verbessern können. Ich zumindest habe Feuer gefangen und werde für künftige Projekte sicher häufiger zu der 3018 Pro greifen, um Platinen anzufertigen. Fräsen von Kunststoff oder Holz sowie die Möglichkeit, mit dem Laser zu arbeiten, erweitern das Einsatzspektrum der recht preisgünstigen Maschine. Wer einen genaueren Blick auf die Mechanik sowie die von mir angefertigte Platine werfen möchte, findet viele Fotos in hoher Auflösung auf meinen Seiten. Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!